Ja, die Köche wirst du hier auch finden. Die sind gerade nicht am wirklich kochen, sondern nur am Bier ausschenken, wenn dann irgendwie Bier gefordert wird. Und wenn du dann irgendwie bei ihnen in der Küche stehst, kannst du sehen, ja, wie sie dich angucken mit ihren, ja, auch sehr roten Augen mittlerweile. Guten Tag, meine Herren. Es geht um eine Angelegenheit höchster Wichtigkeit. Folgendes: Meine Robe, seht ihr diesen Fleck hier? Könnt ihr mir ein Mittel geben, um diesen zu entfernen? Ein Mittel. Oder Salz. würdet ihr mir zeigen, wie es funktioniert? Ja, schon. Hier, er nimmt den Salzstreuer, schraubt den einmal auf und schüttet das halbe Glas Salz auf deine Robe und reibt es dann so richtig schön rein. Wenn wir jetzt noch einen Stein haben oder irgendwas Schweres, dann könnte man das Salz da eben noch weiter reinreiben und dann bleicht das aus. Zumindest hat das bei meiner Mutter und dem guten Laien immer funktioniert. Ist das Laien? Ja. Ich nehme an, da ist ein Topf. Nimm einfach den Topf und mach das damit. Der ist ja schwer. Ja, alles klar. Nimmst den Topf und reibst so ein bisschen rüber. Du hörst es wie auf der Rückseite Salz zwischen dem Topf und der Oberfläche der Küche dann zerrieben wird. Und als du den Topf wieder runternimmst, kannst du sehen, wie deine Robe schwarz von der Unterseite des Topfes ist, wo dann irgendwie ein Holzfeuer oder sowas mal drunter stand. Und zusätzlich sind Löcher drin. Und die Flecken von dem Erbrochenen sind immer noch nicht raus. Schade, wenigstens dir, dass du mir geben können. Ach Ach, so, ja, großartig. nee, dann war das wohl kein Lein, tut mir leid. Mit Lein, das ist ein bisschen dicker, das funktioniert, hat meine Mutter mal gesagt. Das tut mir Perfekt. jetzt leid um eure Robe. Mir auch. Ja, ich gehe einfach und hier bin jetzt erstmal. Ja, ich habe ein eigenes Zimmer, richtig? Du hast ein eigenes Zimmer, ja. Ich gehe erstmal trauern. Gut. Meldet eigentlich der Ritter ist immer wieder in den Kampf ist, irgendwann mal, dass hier was nicht richtig ist, oder? Ja, dem wird irgendwann aufgeholfen und du merkst, wie er dann wohl mit hochroten, drehenden Augen, gestützt von einem Ritter des immerwährenden Kampfes, kommt er dann auf dich zu. Keine Schäden, keine Schäden. Er hält sich nochmal kurz die Hand vor den Mund und macht ein kleines Bäuerchen, guckt auf seine Hand, wischt irgendwas schnell an seiner fleckigen Rüstung ab, und reibt das so ein bisschen rein. Keine Vorkommnisse, die Hülle ist unbeschädigt. Gütige Mutter Piranha, wie seht ihr denn aus? Und eine schlechte Luft, Mann. Auf die Krankenstation mit dem Mann. Und dann packe ich ihn unter dem anderen Arm, wenn der Ritter ein bisschen in den Seilen hängt. Ich weiß nicht, wie schwer der ist, und helfe ihn auf die Krankenstation zu schleifen. Wie geht das weiter? Ist der Geweihte mal fertig Der oder? Geweihte ist irgendwann fertig. Nach Okay. ungefähr 20 Minuten hört er auf und muss einen Schluck Wasser trinken, sodass du dich dann von deinen Knien erheben kannst. Er sagt, in weiteren 20 Minuten geht das weiter, wenn sich seine Stimme erholt hat, aber mittlerweile ist er wohl nicht mehr so gut dabei und dann alle 20 Minuten braucht er eine Pause. Ich schaue mich nach Jalan um, ob er im Raum ist. Dir wird dann gesagt, dass er wohl gerade verschwunden ist und die eine Person in die Krankenstation gebracht hat. Weiß ich, wo die Krankenstation ist Ja, inzwischen? klar. Die hast du gesehen. Also wir haben hier die Klaschembe und die Krankenstation wurde dann hier wohl provisorisch eingerichtet. Das ist wohl ehemals ein kleinerer Raum gewesen. Du kannst wohl auch sehen, wie man hier das Holz verformt hat. Und weiteres Unmetall, was dann hier auch in den Wänden steckt, eine halbe Kanone, die noch nicht ganz verdaut worden ist, die dann hier als Rotze dann noch eingearbeitet ist. Naja, hier ist wohl irgendwie diese Krankenstation, wo dann die Kranken und Verletzten rumliegen. Dann würde ich mich auf den Weg zur Krankenstation machen und mit Jalan probieren anzusprechen. Signorino? Mon Capitan? Vielleicht wäre es sinnvoll, eine Offiziersbesprechung anzusetzen. Unter diesen Umständen halte ich dies für sinnvoll. Was gibt es denn noch zu besprechen? Die Umstände und wie wir weiter verfahren. Das habe ich doch in der Ansprache schon gesagt. Wir halten die Füße still und hoffen aufs Beste. Nun gut, wenn ihr unbedingt wollt, sammelt die Leute zusammen. Ich bin gleich da. Wo soll diese Unterhaltung stattfinden? In eurer Kabine? In der Offizierskabine natürlich. Ist sie nicht unter Wasser? Hoffentlich nicht.
Nee, da könnt ihr doch hin. Also abgeschlossen ist es im oberen Bereich hier. Und dann eben auch alle Türen, sodass man da nicht raus kann. Aber die Offiziers sind dann weiter ausgelagert, sodass da das Scharren von Tentakeln, von Saugnäpfen, ist da alles ein bisschen größer. Aber ihr könnt da dann auf alle Fälle ungestört sitzen und seid da sehr abgeschlossen. Okay, dann würde ich allen Bescheid sagen. In 10 Minuten in der Offizierskabine. Ja, alles klar. Dann treten alle Offiziere zusammen. Eldan Gorbas wird natürlich auch wieder aus seiner Kabine geholt. Du kannst sehen, wie er da wohl vor einer ehemals weißen Robe steht. Vielleicht könnte man ihm da aushelfen. Ich weiß nicht, ob du noch eine Ersatzrobe hast oder ob Eldan noch eine Ersatzrobe hat. Ich habe das Reisegewand, das Beschwörungsgewand. Du hast ja, du bist ja dem Kodex entsprechend dann in deinem Rucksack unterwegs und ja. Ich könnte ihm mit Nadel und Faden aushelfen. Also ich hab ein Reisegewand und ein Konventgewand. Ich nehme an, ich habe das Reisegewand an, richtig? Normalerweise hast du das Reisegewand an, richtig. Hast du kein Beschwörungsgewand oder sowas? Und weiß ich nicht. Nö. Ich habe nur ein Konventsgewand und ein Reisegewand bestellt. Ja, dann würde ich jetzt mein Konventsgewand anziehen. Ich habe ja keine Wahl. Ja, dann. Also gehst jetzt richtig schön prächtig weiß durch die Gänge. Strahlendes Weiß, blendest alle um dich herum und der Hut, natürlich schöner Spitzhut, den man da dann eben, ja, mit Siegel von deiner Akademie und irgendwelche garetischen Symbole drauf und Weißgold eingewoben, also wenn die jetzt kaputt geht oder schmutzig wird, dann, oh, das leistet man sich nur einmal eigentlich in seinem Leben. Das ist richtig teuer. Okay, ich habe mir überlegt, obwohl, warte mal. Nein, ich muss sie jetzt anziehen, ich habe ja keine andere. Jetzt muss es. Ja, wie gesagt, die Offiziere werden dann allesamt zusammengetrommelt, es sei denn, irgendjemand möchte nicht dabei sein. Ahmad, Kiaras? Nö, ja, Ahmad ist gerne dabei. Kiaras? Ich bin gerade am Essen. Gut, dann sind die Offiziere soweit zusammengetreten und steht ihr alle im oberen Teil des Schiffes. Ich ziehe mal die Token zusammen und dann könnt ihr euch besprechen. Abelmir wollte irgendwas ansagen, dann darf er doch beginnen. Mon Kapitän, Monsieur, ich muss euch ein kleines Geständnis machen. Kneif mal sehr verdächtig das Auge zusammen. Dieses Geständnis betrifft meinen Akzent. Ich spreche normalerweise auch Gariti, wie ihr seht. Es tut mir leid, diese Täuschung, aber es schien mir angemessen, um euch näher kennenzulernen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese kleine Täuschung. Wollt ihr mich verarschen? Nein, mein Kapitän. Mir ist doch egal, ob ihr auf Igareti sprecht oder Horati oder das, was in Alanfa auch immer als Brabaki durchgeht, was Karin nur die ganze Zeit am Faseln ist. Hauptsache, man hört euch. Ich fand es ehrenvoller und aufrechter, euch allen die Wahrheit zu gestehen. Angesichts der Umstände, dass wir eventuell bald in Niederhöllen schmoren. Ehrenvoll wäre es gewesen, so eine Täuschung gar nicht erst aufzuziehen. Ach, auch egal. Ist das hier der Grund, warum wir jetzt eine Offiziersbesprechung einberufen haben? Nein, ihr seid hier, damit wir alle noch einmal, ohne die Mannschaft unter Umständen zu beunruhigen, darüber diskutieren können, wie unser weiteres Vorgehen aussieht. Im Moment können wir zwar nicht viel mehr tun, als auf unseren Hintern zu sitzen und abzuwarten, aber vielleicht hat ja jemand andere Vorschläge. Die Tür wird aufgemacht, ohne zu klopfen, und Blutschluck steht drin, macht die Tür wieder zu und setzt sich auf den Stuhl. Oh. Ja, hat wohl immer noch ein blaues Auge durch die Prügelei mit Ahmad und Yalan. Aber ihm geht's gut. Wie gesagt, der derzeitige Plan zieht vor, dass wir die ganze Sache aussetzen, bis wir wieder in der frischen Luft sind. Die Arche ist bereits einmal in die Nähe hinabgetaucht und danach auch wieder hervorgekommen. Hoffen wir also, dass es hier genau gleich ist. Was dort dann passiert ist, konnte uns also niemand sagen. Aber, verzeiht, konnte uns aber niemand sagen.
Kollege, beherrscht ihr einen Hellsichtzauber, um zu klären, was außerhalb der Arche passiert? Ich gucke mal. Ich könnte es probieren, aber allerdings glaube ich nicht, dass ich, selbst wenn ich etwas sehen würde, eingreifen könnte. Aber der andere Herr Kollege, ist der eigentlich anwesend, der schon mal mit der Eiche abgetaucht war? Jasper? Der hier? Kollegus. Einzahl Jasper. Kollegus, Mehrzahl Kollege. Nein, Jasper ist zurzeit nicht da. Vielleicht sollten wir erstmal den Herrn befragen. Er scheint schon mal bei dieser Begebenheit anwesend zu sein. Er lässt sich doch sonst keine Besprechung entgehen. Ja, sucht ihn. Er hat Lutschluck. Sich zuvor sehr auffällig. Lutschluck steht auf und geht mal Jasper suchen. Oh, das ist neu. Nach einer Minute kommt er wieder und du kannst sehen, wie Jasper mehr schleifend, am Schleifettin gepackt, hinterhergezogen wird und Blutschluck wirft ihn dann vor euch hier in den Raum und die Schnabelmaske verrutscht so ein bisschen, er setzt sich schnell wieder auf und dann setzt er sich wieder an den Tisch. Jasper, wo wollt ihr denn? Ihr schwänzelt doch sonst um jede Besprechung drumherum. Ich war in meinem Zimmer. Und nehmt dieses lächerliche Ding ab, wenn ihr mit mir sprecht. Ich war in meinem Zimmer. Und warum? Damit ich meine Ruhe habe, die Herren. Aus der ich unsanft gestört worden bin von eurem neuen Bordgeweihten. Durchaus verständlich. Doch, ich denke, eure wertvolle Expertise ist jetzt gefragt. Oh. Kann sich endlich mal nützlich machen. Setzt euch doch zu uns. Ja, er setzt seine Schnabelmaske dann unters Kinn, sodass sie ihn da nicht weiter stört und setzt sich dann auf einen der Stühle. Sieht er unter dieser Maske eigentlich irgendwie komisch aus oder hat er den nur Wengengeruch auf? Sinnschärfe. Das kann ich. In die Box. Können die anderen natürlich auch machen. Da musst du ja wieder reinziehen, nach unten. Nimmst du den THW, nimmst du und ziehst ihn runter in die unter die weiße Chatbox. Alles klar. Gut, 1, 2, 3, 4, da. Ja, ansonsten, euch fällt nichts weiter auf. Vielleicht bis auf einem. Ja, ihr schaut euch an mit großen Augen und wartet, dass ihr irgendwie was von ihm wollt. Also Jasper, wir tauchen gerade, oder sind wir wahrscheinlich schon in den Nähe hinabgetaucht. Du warst schon mal an Bord, nicht wahr? Das letzte Mal? Ja, richtig. Wie lange hat das gedauert? Ich weiß es nicht. Die Zeit hier unten wird anders gemessen. Und was ist da passiert? Wir haben zu dem Zeitpunkt einen neuen Besuch aufgenommen unter dem Kapitän Rodger. Aber das war nur einer von vielen Begebenheiten, die sich dort abspielen. Geht es wohl auch etwas genauer? Was für Besuch? Welche Begebenheiten? Wir haben Daimonide Malma aufgenommen, die dann in den Hibernatoren eingelagert worden sind. Zudem gehe ich ganz stark davon aus, dass sich just in diesem Augenblick der wahre Name des Schiffes verändert. Verändert? Moment, wie bitte? Ach mal, ihr sagte doch, ihr steuert das Schiff über diesen Namen, nicht wahr? Ja. Wer steuert das Schiff, wenn sich dieser Name ändert? Der das Schwert hält. Eldan? Senor Abelmir? Ja? Die Besprechung vorbei ist. Greift euch Kohlrab und macht euch daran herauszufinden, ob und wann sich dieser Name ändert. Jawohl, mein Kapitän. Jawohl. Seid ihr euch darüber bewusst,
wo wir uns gerade befinden, mein Herr? Im Strudel vorm Meer. Klärt uns doch auf, was genau das bedeutet. Große Räume unter Wasser tun sich auf, titanisch versunkene Säulenhallen und labyrinthische, mit zyklopisch überwucherten Mauern. Die schwarzen Abgründe der Säulen umstanden der Niederhölle, in die wir eingezogen sind. Es gibt einige stilisierte Wassersymbole auf der Außenhaut der Arche, Fische, Aale, Kraken, Schalentiere, Mollusken, Wale und so weiter und dergleichen mehr. Einige Zeichen repräsentieren offenbar Dinge des Meeres, die unserer Welt unbekannt sind. Andere... Nun ja, es gibt einige bildliche Darstellungen, die mich am meisten in den Bann gezogen haben. Ich habe bisher noch nicht von ihrer Anwesenheit berichtet, da noch nicht danach gefragt wurde und meine Expertise hier wenig zu tun hatte. Ich glaube, dass diese Dinge Menschen darstellen sollten, obwohl diese Geschöpfe wie Fische in einer Unterwasserhöhle vergnügend dargestellt wurden oder in einem monolithischen Schrein, Dingen, die Ehre erwiesen, die ich nicht einmal aussprechen kann. Sie waren groß umrissen, verdammt menschlich, trotz der Schwimmflossen und den Händen, den Füßen, ein widerlich dicke, schlaffe Lippen, glasige, hervorquellende Augen und so weiter. Es gibt allerdings auch Wesenheiten, die mit Walen gekämpft haben und dabei weniger groß waren als sie selber. Ich frage einmal, den Namen habt ihr vorhin selbstverständlich alle gehört. In eurem Kopf? Bahamut, was wisst ihr über die Göttertheorie? Die was? Die Göttertheorie, wie Götter entstehen. Das ist Erstmal etwas... sagt jetzt nichts, wofür ich den Geweihten holen muss, damit er euch hinrichtet. Nun, dann sollte ich lieber schweigen. Vielleicht sollte ich ihn ausreden lassen. Es gibt vielleicht Neuigkeiten zu berichten. Weil ich verstehe nicht ganz, wie kann ein Unheiligtum, ein Heiligtum an der gleichen Stelle existieren? Nun basieren die meisten Unheiligtümer nicht auf entweihten Heiligtümern. Aber es ist doch ein Erverteiligtum, das näher, oder nicht? Vielleicht. Nein. Das müsste man jetzt vermutlich einen Effertgeweihten fragen. Er könnte uns da mehr darüber berichten. Vielleicht hat... Vielleicht ist mit dem Heiligtum am Grunde des Näher ja dasselbe passiert wie mit der Verdagos. Was auch immer das war. Wirklich. Kann man mit Geschichtswissen irgendwas darüber rausfinden? Oder ist das einfach nicht uns bekannt, was da passiert sein könnte? Was willst du jetzt genau wissen? War das zuerst ein Heiligtum? War das dann ein Unheiligtum? Wie lief das geschichtlich einfach ab? Du darfst eine Geschichtswissenprobe machen. Ja. Ich überlege gerade, du kommst aus Gareth. Dann ist sie für dich erschwert um 3. Für ja, dann ist es nur eine Geschichtswissenprobe. Für die anderen wahrscheinlich plus 7. Gucken wir doch mal. Ja, easy. Go, go. Was? Ganz knapp. Ja, ganz knapp. Da hätte ich Eldans Attribute, hätte ich es jetzt auch geschafft. Okay, Abelmir hat es geschafft. Ja, Abelmir kann ich sogar eine Erschwernis geben. Kiaras auch. Und Kiaras auch. Kiaras und Abelmir wissen... Das ist schon immer ein Heiligtum gewesen. Da gibt es quasi... es gibt keinen Grund, warum das ein Unheiligtum ist. Also der Strudel ist durch Effert entstanden. Und dort unten gibt es wohl irgendetwas, was heilig ist. Und die Dämonarchen greifen dieses Heiligtum an. Wissen wir, warum dieser Strudel entstanden ist? Nein. Das ist nicht bekannt. Es darf auch nicht erforscht werden. Wie gesagt, jeder, der in den Strudel reintaucht, wird von der Kirche verstoßen. Und die Opfergaben, die dort in den Strudel reingelassen werden, die werden auch nie wieder gesehen. Sagt uns der Name Bahamut irgendetwas? Das ist wiederum eine Götter- und Kulte-Probe. Die ist allerdings saftig erschwert. Jalan würde ich sie nur um 7 Punkte erschweren, den anderen um unheilige 13. Weil das lernt man nicht mal so eben bei im Götter- und Kulteunterricht. Da wäre ich doch
Ach, wäre ich doch bloß ein Wissenscharakter. Wieder ganz knapp. Ja. Nee, Bahamut ist absolut kein Begriff. Verbotenes Wissen, was nur in den schwärzesten Bibliotheken, wenn es überhaupt dort drin steht, dann in den schwärzesten. Oder in den Bleikammern. Oder in den Bleikammern. Nun, da ihr mich unterbrochen habt, werde ich nicht zu Bahamut ausführen. Aber offensichtlich weiß Jasper was. Wie schlimm ist es? Da ich nicht verbrannt werden möchte und mich sehr an meine Seele erfreue, wie gesagt, mir wurde das Wort verboten. Göttertheorie, schwarzmagisches Zeug. Kapitän, könntet ihr bitte die Drohung zurücknehmen, damit wir wissen, womit wir hier zu tun haben? Holt den Geweihten, der soll das entscheiden, dann kann er reden. Bisrabul kommt nach 2 Minuten wieder. Er hat ihn diesmal nicht am Schlawittchen gepackt, sondern hat ihn einfach auf die Arme genommen und trägt ihn jetzt gemeinsam mit seinem Krückstock auf den Händen, wie man so seine Frau in ein neues Haus reintragen würde, und setzt ihn dann auf dem Stuhl ab. Wie eine Prinzessin. Wo ist er denn? Na, Klaschembe. Nee, da ist er gar nicht mehr. Ach, da ist er. Ich muss doch sehr protestieren. Ich kann auch alleine gehen. Ich bin noch sehr fit und beweglich. Preis zum Gruß. Agnan, Preis zum Dank. Jasper hier hat einige Theorien, die er gerne vortragen möchte, und ich wollte euch gerne dabei haben, ob der Bedenklichkeit dieser Ideen. Nun, ich höre mir gerne seine Theorien an, auch wenn sie vielleicht Hokuspokus sind. Und wenn es allzu fragwürdig wird, dann können wir ihn immer noch der Obrigkeit der Kirche verantworten. Genau, aber das einzuschätzen ist eure Erfahrung vermutlich wesentlich besser als meine. Also Jasper, dann lasst mal hören. Ich werde ganz sicher nicht ausführen, wenn der Priusgeweihte direkt mir gegenüber sitzt. Tut mir leid. Nun, das dachte ich mir. Dann ist es auch nichts, was wir hören müssen. Er klopft so ein bisschen nervös auf dem Tisch herum. Ja, das ist es wohl nicht. Darf ich mich wieder verabschieden oder wird meine Expertise immer noch genötigt? Du bleibst hier. Wenn sonst aber niemand mehr etwas zu sagen hat, ist diese Versammlung wohl aufgelöst. Ja, was könnte seine Theorie vorstellen? Nun, für mich hört es sich fast so an, als wäre das Ganze vielleicht ein Gefängnis. Hört mich zu Ende an. Nun, Effert wird wohl kein Strudel einfach so aus irgendeinem unbeliebigen Grund erschaffen. Und da die Archen den Grund dieses Strudels als Ziel sehen und dieser ominöse Bahamut, wer auch immer das sein mag, nun, vielleicht ist dies ein Gefängnis für einen Feind des Effert oder etwas ähnliches, und die Archen suchen dessen Präsenz. Das wäre etwas Unheiliges, das von etwas Heiligem eingeschlossen wäre. Beides am selben Ort. Möglich. Denkt ihr also, die wahre Aufgabe der Eichen ist es gar nicht, Zerstörung zu sehen in den See, in der See, sondern dieses Gefängnis zu öffnen? Oder glaubt ihr, es ist nur ein Teil ihrer Aufgaben? Die Archen wurden gerufen, damit Bor bereits einen verfluchten Krieg führen kann. Soweit wir wissen. Bitte was? Soweit wir das wissen. Könnte natürlich. Das weiß doch jeder. Aber theoretisch ist sehr viel möglich. Vielleicht ist
dieser Bahamut und der Erschaffer der ersten Archen. Vielleicht hat er überhaupt etwas damit zu tun. Vielleicht sind sie alle mit ihm verwandt. Vielleicht suchen sie auch nur eine Kraft, die hier unten ist, die sie bestärkt, verjüngt, wie uns gesagt wurde. Vielleicht versuchen die Archen allerdings auch, indem sie Kraft und Unwasser sammeln, das Heiligtum hier zu zerstören und was auch immer hier ist, zu befreien. Aber wenn die Archen versuchen, was auch immer hier ist, zu befreien, und was auch immer hier Wache hält, versucht die Arche zu vernichten, und wir in der Arche sitzen, haben wir Probleme. Sagten die beiden Hexen nicht irgendwas von einem Angriff der Archen auf eine unterirdische Stadt? Jetzt wo ihr das sagt, ja. Eine unterirdische Stadt? Ich dachte, sie meinte vielleicht die Stadt aus der Tiefe, von der sie letztens noch gesprochen hat. Aber... Jasper? Habt ihr Tränke, mit denen man unter Wasser atmen kann? Nun, da mir die Laboratorien, die ich eigentlich angefragt habe, noch nicht wirklich zur Verfügung stehen, sondern ich mich nur mit dem, was Arbeit der Zweite von Bolstedt zur Verfügung stellt, begnügen muss und ich nur provisorisch in Iribalgos Kabine arbeiten darf, nein. Der Kapitän sie für sich selbst haben wollte und dort eigentlich nur schläft. Seid ihr in der Lage, solche Tränke anzufertigen? Ich wäre zu vielem in der Lage. Hatten wir Ihre Bankos Kabine nicht ausgeräumt? Ich meine, von wegen alchemistischen Gerätschaften, ja? Zumindest stehen da. Oh, doch, tun sie. Der Tisch ist noch da. Sorry. Ja, nein. Da also, er hat gefragt und du hast gesagt, ja, wenn niemand da ist, wenn du nicht genervt wirst, dann darf er da drin kochen. Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt jemand von uns da rausgehen sollte, unter Wasser atmen oder nicht. Ich weiß nicht mal, ob es möglich ist, hier hinauszugehen. Wir können der Arche doch eh keine Befehle mehr geben. Man muss ihren wahren Namen wieder erfahren. Oh, auftauchen wird sie von alleine, aber nun ja, dann bräuchte man sicherlich einen Steuermann. Ich glaube nicht, dass man diesen Prozess abbrechen sollte. Wenn man hier unten steht, dann kann alles Mögliche passieren. Und wie gesagt, ich glaube, wir befinden uns vielleicht sogar schon in den Niederhöhlen, wenn nicht knapp darunter. Darüber. Ja, ich bin kein Freund davon, hier zu bleiben oder gar zu ertrinken. Nun, ich denke, finden wir diesen Namen heraus. Kapitän? Ich würde denken, wir sollten alles Mögliche tun, um dieses Gefängnis, wie die Theorie meines Kollegen auslegte, zu halten. Um das, was Effert einsperrte, auch gefangen zu halten. Stimmt ihr mir dazu? Da stimme ich euch zu, aber ich sehe nicht, was wir tun können, außer die Arche jetzt auf der Stelle zu vernichten. Und dann sind wir verdammt. Wenn wir wieder nach oben kommen, sprechen wir doch einfach mal mit den Nersandern. Oh. Ich möchte nicht von der Effortkirche exkommuniziert werden. Da sind wir uns mal einig. Und ich bin mir sicher, es lässt sich alles aufklären. Nichtsdestotrotz, Magier, findet mir diesen Namen heraus. Jawohl. Kapitän, ich werde einmal mit Elysia reden. Vielleicht weiß sie ja mehr. Mach das. Nun gut, alle Mann wegtreten. Hi. Hi. Jasper, auf ein Wort. Euer Gnaden, wenn ihr doch einen Moment hättet. Selbstverständlich, wenn jemand meine Expertise anfordert, dann will ich sie ihm nicht verwehren. Herr Chiarino. Ja, ich werde euch zuhören, hoher Herr.